Okay, wir sind live auf Sendung in 5, 4, 3, 2. Live aus Leipzig, hier ist Talk by Tina mit Tina Lehmann. Heute zu Gast Marc und Emma. Herzlich willkommen hier zu unserem Weihnachtstalk. Aber es ist schon seltsam, irgendwie anders dieses Weihnachten, oder? Wie geht es Ihnen? Ja, der Glühwein will nicht so recht schmecken und das Gold, Glitter und das Weihnachtsgebimmel scheint fehl am Platze. Sogar die Weihnachtsgans schmeckt als Vegetarier nicht mehr. So richtig weihnachtlich ist mir dieses Jahr nicht zumute. Ja, ich denke gerade, vielleicht war es damals auch nicht ganz so weihnachtlich. Also ich meine, das erste Weihnachten. Ich würde gerne mal wissen, wie sich das so anfühlte damals, vor 2000 Jahren. Also der Zeitbeamer ist meines Wissens noch nicht erfunden, aber ich lade Sie trotzdem gern zu einer Zeitreise ein. Steigen Sie ein in das alte Buch. Ah, welche Überraschung. Die Bibel. Lukas Evangelium und so weiter. Na, was haben Sie denn erwartet am 24. Dezember? Die Weihnachtsgeschichte gehört dazu. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer jungen Frau, die vertraut war mit Josef, und die Frau hieß Maria. Ich weiß noch gar nicht, was ich davon halten soll. Ich hatte Besuch, das muss ein Engel gewesen sein. Also diese Person stand plötzlich da und sagte, Maria, du bekommst ein Kind. Natürlich bin ich erschrocken, denn Josef und ich, wir sind doch erst verlobt. Dann sagte der Engel aber noch etwas zu mir. Dieses Kind wird Gottes Sohn genannt werden und sein Reich wird ewig sein. Ewig. Das hat der Engel zu mir gesagt. Man möchte echt nicht mit Maria tauschen. Es genügt ja schon, schwanger zu sein. Damit ändert sich einfach alles. Und dann noch so eine Botschaft? Gottes Sohn, ewiges Reich. Na, ich denke da eher an Josef. Was mag der gedacht haben? Aber da schweigt die Bibel sicher. Irrtum, darüber schreibt der Evangelist Matthäus. Josef dachte sogar daran, Maria zu verlassen. Ich verstehe das immer noch nicht. Wieso bekommt Maria ein Kind? Ihre Worte sind mir ein Rätsel. Sie sagt, sie hätte einen Engel gesehen und ich hatte Mühe, ihr das zu glauben. Doch was soll ich sagen? Im Schlaf habe ich selbst eine Botschaft bekommen. Jetzt sehe ich auch schon Engel. Aber dieser hatte auch so etwas zu mir gesagt. Das Kind würde von Gott kommen, Gottes Kind. Das klingt ziemlich verrückt und ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Aber ich kann Maria doch damit nicht allein lassen. Gute Entscheidung. Wenigstens blieb Maria nicht auch noch alleine mit dieser verrückten Aufgabe.
Naja, dann wurde es aber gerade auch nicht besser. Dann kam doch die Volkszählung. Es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Hört das Gebot des Kaisers Augustus an alle Bürger des Römischen Reiches. Es gibt eine große Volkszählung im gesamten Römischen Reich für gerechte Steuern. Jeder erwachsene Bürger meldet sich umgehend in seiner Heimatstadt. Das ist ein Gebot des großen Kaisers Augustus. Sowas klärt man heute am PC. Da muss man gar nicht vor die Tür gehen. Dafür mussten die damals kilometerweit reisen. So kamen sie wenigstens mal raus aus Nazareth. Aber das war sicher anstrengend. Ja, und dann heißt es noch, sie fanden keinen Raum in der Herberge. Hätten die beiden jungen Leute doch Platz gehabt. Warum hast du sie weggeschickt? Das ist der Gastraum. Soll die Frau etwa hier ein Kind kriegen? Das ist doch unhygienisch. Hier bewirten wir die Gäste. Und dann das Babygeschrei. Und dann haben wir die vielleicht noch weiter an der Backe. Die gehen doch nicht gleich nach Hause mit dem Kind. Ach, hoffentlich finden die beiden noch einen Platz. Wie aktuell ist das denn? Da denke ich an die ganzen Menschen, die vor Europas Grenzen warten und nirgendwo willkommen sind. Dabei hätten wir hier Platz. Daran möchte man lieber gar nicht erst denken zu Weihnachten. Aber gerade zu Weihnachten müssen wir daran denken. Die Heimatlosen, die Unwillkommenen. In dieser Gesellschaft kommt Gott zur Welt. Ein Stall ist das Niveau, auf das sich Gott herablässt. Das ist alles ganz schön viel, der weite Weg, die Geburt, aber vor allem kann ich nicht zusammenbringen, was der Engel über das Kind gesagt hat. Und dann vor allem an diesem Ort, in einem Stall. Wenigstens habe ich diese Futterkrippe hier gefunden, wo wir das Kind hineinlegen können. Wirklich nicht sehr komfortabel für ein Neugeborenes. Und dann hatten die ja nicht mal ihre Ruhe. Aber das ist auch so ein Ding. Ein paar einfache Hürden besuchen die junge Familie. Was wollten die dort? Wieso gehen die dahin? Und es waren Hürden in derselben Gegend auf den Felde bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Thank you.
kann nicht schlafen. Komm, setz dich zu mir. Ich sehe überall Löwen. Das ist nur die Dunkelheit. Aber sie macht mir Angst, die Dunkelheit. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im Finsterlande, scheint es hell. Das ist schön. Ist es ein Märchen? Der Prophet Jesaja hat es gesagt. Wie geht es weiter? Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Glaubst du, dass es ihn gibt? Den Friedefürst. Ich warte darauf, dass er kommt. Miriam, unser Volk wartet seit vielen Jahren. Ich glaube nicht, dass es heute... Wie wird es sein? Er wird Gerechtigkeit schaffen. Bei ihm ist jeder Mensch gleich geachtet. Auch wir Hürden? Bei ihm zählt jeder Mensch. Und du weißt nicht, wann er kommt? Aaron, es wird ganz hell. Ich wecke Simon. Fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude, die euch und allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Der Heiland ist geboren, dass wir das erleben dürfen. Du hast es doch immer gesagt, lasst uns gehen. Da ist ein Stall, da ist Licht. Wir wollen den neugeborenen Heiland besuchen. Ist er das? Ja, ihr seid die Ersten, die es erfahren haben. Ihr müsst Gott sehr wichtig sein. Habt ihr schon gehört? Christus ist geboren. Alle Menschen sollen es erfahren. Doch höchst ineffektiv. Ein paar arme Hirten verbreiten die Nachricht, dass Gott in einem Stall geboren wurde. Wie wäre es mit einem Palast in der Hauptstadt oder heutzutage vor den Vereinten Nationen? Sollte Gott nicht bei den Mächtigen erscheinen? Dazu könnten wir bei Matthäus nachlesen. Hier. Die Weisen aus dem Morgenland, siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Bethlehem, ich hoffe, dass wir nun endlich am Ziel unserer Reise angekommen sind. Als wir den Stern entdeckten, wussten wir, dass etwas Besonderes geschehen war. Aber wir hatten ja keine Ahnung, wo wir hin mussten. Naja, wir hatten eben nur den Stern und ein paar alte Schriften. Und die Idee, dass der König irgendwo in Jerusalem zu finden sein muss. Aber das war ein Irrtum. Sicherlich habt ihr schon von Herodes gehört. Ja, bei dem waren wir auch. Das hätten wir uns sparen können. Naja, wir kannten ihn ja vorher nicht. Vor dem zittern die Menschen. Der ist ganz sicher kein Friedenskönig. Wir hoffen ja, der Stern verheißt einen Herrscher, der mit Liebe und Güte regiert. Einen, der den Menschen Hoffnung macht. Vielleicht fragt ihr euch, wie wir auf die Idee kommen. Aber wir suchen schon lange danach, was allem einen Sinn gibt. Wir forschen nach Gott. Aus den alten Schriften hier erfuhren wir von Bethlehem. Deshalb sind wir hier. Und tatsächlich, der Stern steht still, so als hätte Gott uns hierher geführt. Und hier ist auch ein Kind. Vielleicht sind wir im Ziel, auch wenn es ganz anders aussieht, als wir es uns vorgestellt hatten. Vielleicht will Gott, der Ewige, uns neue Wege zeigen. Lasst uns hingehen und ihn anbeten.
Krass. Es ist genau umgekehrt. Wir denken, Gott müsste bei den Mächtigen erscheinen. Aber nein, die Mächtigen erscheinen bei Gott. Sie knien vor einem armen Kind. Stark. Erstaunlich. Jeder der Evangelisten beschreibt andere Details. Aber da gibt es doch noch zwei andere Evangelisten. Die haben doch gar nichts über die Geburt berichtet. Wieso nicht? Na, Markus beginnt gleich mit dem erwachsenen Jesus, mit seiner Taufe. Da steht nichts mit Stall und Krippe und so. Und dann erzählt Markus, was Jesus tat, wie er begann, Freunde zu sammeln und zu predigen und Menschen zu heilen. Das ist ja auch das Eigentliche an Jesus. Ich meine, geboren ist ja jeder. Ich frage mich gerade, was Jesus wohl tun würde, wenn er in unserer Zeit geboren wäre. Also Jesus hier und heute. Gute Frage, die geben wir gleich mal an unser Publikum weiter. Also, ich denke, Jesus würde dieses Jahr zu den Alten in die Pflegeheime gehen oder im Park ein Feuer für die Obdachlosen machen. Und statt Aussätzige zu heilen, wäre bestimmt auf den Intensiv-Corona-Stationen. Würde dort den Sterbenden die Hand halten und dem Personal unter die Arme greifen. Oder er würde auf der Klimakonferenz die Länder des Südens vertreten, damit ihre Not ernst genommen wird. Aber bestimmt würde er immer noch wie damals predigen. Liebt eure Feinde, also die Menschen, die ihr gerade nicht versteht, die anderen. Ohne diesen Gedanken bekommen wir keinen Frieden auf Erden. Die Idee von Gott für unsere Welt bleibt eigentlich immer die gleiche. Danke, die Idee, das Wort Gottes bleibt immer das Gleiche. Und damit wären wir auch direkt bei dem vierten der Evangelisten, Johannes. Ich lese mal, wie das Evangelium von Johannes beginnt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Dann müsste unsere Weihnachtszeitreise zurückgehen, an den Anfang von allem, den Urknall. Wenn Jesus aus dieser Ewigkeit kommt und jetzt wieder dort ist, dann, also er kommt zur Welt, aber geht nie aus der Ewigkeit Gottes raus, sondern von Ewigkeit zu Ewigkeit. Krass philosophisch. Ich finde den Gedanken an die Ewigkeit Gottes tröstlich, gerade heute an diesem Weihnachtsfest. Das geht mir auch so. Jesus öffnet unseren Horizont in die Ewigkeit. Der Tod ist nicht das Ende. Unser Leben ist nur ein winziger Teil von Gottes Ewigkeit. Ich glaube an ein Happy End. Jetzt haben sie es geschafft. Wir Menschen, also Sie, ich, jeder Einzelne, ist für Gott so wichtig, dass er selbst aus seiner Ewigkeit auf unsere kleine, begrenzte Welt kommt. Jetzt wird mir doch noch weihnachtlich. The same God who makes the planet spin tells the tide when it should rise, put a color in my eyes. The same God who makes the seasons change knows the number of the stars, every secret in my heart, all my doubts, all my questions, and every fear I have about what might happen. You're the same God. You're with me in the middle of it all, God. You're catching every tear as I fall down. No, you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me the same, God. You love me the same, God. You love me the same. You know how it feels to cry, 'cause you lived a human life. You're not afraid of anything, even darkness is a light. There's no reason I should hide all my doubts, all my questions, and every fear I have about what might happen. You're the same God, you're with me in the middle of it all. Every tear is a fall down. No, you'll never change.
catching every tear as it falls. I know you'll never change, even when I'm feeling far away. You love me to sing, God. You love me to sing.